wieder die Annette. Ich wollte mich wieder zurückmelden nach einer kleinen Pause, da ich gesundheitliche Probleme hatte. Und heute möchte ich mit euch gerne sächsische Quarkhäutchen machen, wie es meine Uroma schon gemacht hat. Ich habe hier schon mal vorbereitet 500 Gramm Kartoffeln, Pellkartoffeln gekocht. Dann benötigen wir 500 Gramm Magerquark, Rosinen, Zitrone, Mehl, Zucker, etwas Backpulver und Vanillezucker. Ja, als erstes fangen wir mal an, die Kartoffeln zu schälen. Ich setze mir mal Handschuhe auf. Ja. Also, danke nochmal für 400 Likes. Bin ich sehr stolz drauf, habe ich mich riesig gefreut. Kann so weitergehen, Leute. So. Schäme jetzt Pellkartoffeln. Die müssen schön ausgekühlt sein vom Vortag, weil die sonst nicht zu verarbeiten gehen in den Quarkhäulchen. Das hat meine Oma schon immer gesagt. Annette, nimm kalte Kartoffeln. Wer eine Kartoffelquetsche hat, kann gerne eine Kartoffelquetsche nehmen. Ich habe keine. Ich werde das mit einem Reibeisen machen. Das geht genauso gut. Man kann die auch mit einem Kartoffelstampfer klein machen. Habe ich aber auch nicht, brauche ich auch nicht. Ja. Wenn die Kartoffeln dann geschält sind, fangen wir an, die zu reiben. Oder wie gesagt, durch die Kartoffelpresse zu geben, damit die dann so schön klein sind. Das machen wir mit den ganzen 500 Gramm Kartoffeln. Das geht ganz gut mit einem Reibeisen. Also muss man sich nicht extra eine Kartoffelpresse zulegen. Ich kenne das noch von meiner Oma, die hat eine gehabt. Da haben wir immer Klöße gemacht. Das war super Sache, aber wer es nicht hat, geht auch so. Ist halt ein bisschen mühseliger, aber passt schon. Ja, wird schön. Dasselbe Ergebnis am Ende. Dürfen halt nicht ganz so weich gekocht werden, die Kartoffeln. Dann gehen sie besser zu verarbeiten. Wenn die Kartoffeln dann gerieben sind oder durchgedrückt sind, geben wir dazu die 500 Gramm Quark. Habe ich jetzt mit 20% Fett geholt. Magerquark ist mir zu mager. Achso, bei den Zitronen bitte darauf achten, dass das unbehandelte sind, weil wir die Schale verwenden. Oder gut abwaschen, aber unbehandelte sind besser. So. Dann brauchen wir die Waage. Kommt dazu 150 Gramm Mehl, ganz normales Weizenmehl. Was ich vorhin vergessen habe, euch zu sagen, ist ein Ei. Ein Ei. Dann die Zitronenschale, Abrieb. Das duftet lecker. Wer das nicht mag, den Geschmack von Zitrone, kann das gern weglassen, aber es passt halt super in die Quarkhäutchen. Das ist genauso mit den Rosinen. Wer nicht die Rosinen mag,
kann auch gerne die Rosinen weglassen. Das ist nicht jedermanns Geschmackssache. So. Dann ungefähr eine kleine Messerspitze Backpulver. Vanillezucker. Zwei Pakete oder Päckchen. Nicht vergessen den Zucker. Circa 3 Esslöffel. Wie gesagt, die Rosine. Nach Geschmack, jeder wie es mag, ob viel oder wenig. Und ganz wichtig, nicht vergessen, eine Prise Salz. An jedes Süßgericht gehört eine Prise Salz. So, Freunde der Nacht, jetzt geht's los. Jetzt wird der Teig geknetet. Das riecht lecker. Das Rezept ist jetzt ungefähr für 4 Personen. Schön kneten, bis es eine schöne Masse ergibt. Ja, der darf auch gerne ein bisschen kleben, der Teig. So, perfekt. So ist er schön. So soll er auch sein. Ich gebe jetzt mal noch etwas Mehl darüber, dass die Backholzen sich besser formen lassen, wenn ich die jetzt in die Pfanne gebe. So, da habe ich ja schon mal die Pfanne hingestellt. Da geben wir zum Braten etwas gute Sahne rein aus der DDR. So, machen wir unseren Herd an. So, wie gesagt, jetzt gebe ich noch etwas Mehl hier so drüber. Nehmen wir noch ein bisschen in die Hände. So, schön. Sonst klebt der Teig so. Oh, die sehen aus wie bei meiner Oma. Lecker. Dann mache ich schöne Form draus. Super. Gebe die schön in die Pfanne. Mehl draußen. So, und dann schön langsam in der Makrine backen lassen. Ich habe jetzt auf der Stufe 4, bis die von jeder Seite schön goldbraun sind. Wir haben ja ewig nicht gegessen. Ich freue mich da richtig drauf heute. Also die Kleinen sind für die Kinder und die Großen sind für mich. Haha. Es ist eben doch wichtig, dass die schön langsam backen, weil die sonst innen drin nicht durch sind. Das schmeckt dann nicht.
Also mir schmeckt es nicht, meine Schwester findet das ganz lecker, wenn die so ein bisschen Schliff noch drin sind. Jo. So, jetzt sind wir schon beim letzten Kochhäutchen angekommen. Wenn ihr das riechen könntet, mmh. So, wie gesagt, schön langsam vor sich hin braten lassen. Ganz wichtig. Können ja schon mal gucken. Ja, werden langsam. Können auch ruhig noch ein bisschen. So, jetzt können wir die Quarkhällchen einmal wenden. Goldbraun und die riechen lecker. Also muss man auch wirklich eine schöne beschichtete Pfanne dazu nehmen, weil sonst klebt der Teig an, das ist nicht gut. Aber es geht wirklich wunderbar, wie bei meiner Oma, muss ich sagen. Die wäre stolz auf mich, wenn sie das sehen würde. So, ihr Lieben, wie ihr seht, meine Quarkhäuschen sind jetzt fertig. Wir können essen. Es riecht total lecker, ich freue mich drauf. Ich reiche dazu Apfelmus. Boah, die sind schön fluffig. So, und dann gebe ich etwas Puderzucker noch darüber. Und freue mich riesig aufs Essen. So, ihr Lieben, das sind meine selbstgemachten sächsischen Quarkhäutchen, wie von meiner Oma früher. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Sagt danke fürs Zuschauen mal wieder. Und wie gesagt, schickt mir noch mal eure Wünsche. Ich suche irgendwas, was ich mal noch machen kann. Es gibt so vieles, aber manchmal fallen in die einfachsten Dinge nicht ein. Ne? Also, bis bald. Schönes Wochenende, eure Anne. Tschüssi.